Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Ghost Control ist es diesmal. An diesem Spiel hat der nette Stormsky mitgewirkt, ein anderer YouTuber und netter Bekannter von mir. Und dieses Spiel wollte ich mir dann mal sofort zur Brust holen. Ist ein, eine Art Wirtschaftssimulation mit rundenbasiertem Gameplay. Und die erste Runde, die ich so gespielt habe, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, ist aber schon ein bisschen anspruchsvoll. Also hat nicht lange gedauert, da war ich pleite. Aber an diesem Spaß wollte ich euch natürlich mit dran teilhaben lassen und euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben eine Stadt zur Auswahl, London. Soviel ich weiß, kommen da später noch mehrere Städte hinzu, beziehungsweise San Francisco zum Beispiel noch. Und wenn ich das richtig gehört habe, Köln. Und wir gucken uns mal London an. Ist ja eine sehr schöne Stadt. War ich persönlich noch nie selbst, wollte aber unbedingt mal hin. Ja, wenn ich so jetzt so schnell nicht hin kann, dann muss ich halt im Spiel das besuchen. So, wir suchen uns mal einen Geisterjäger-Charakter aus, der mir vielleicht, so ein Ticken ähnlich wenigstens sieht. Der da. Der sieht mir ähnlich. Oh, der da. Und der sieht, oh, der ist klasse, den will ich haben. Den nehme ich. Der gefällt mir. Schreiben wir noch ein LP dahinter. Ghost Control Inc. Ich spiele auf leicht. Ich habe es beim letzten Mal schon nicht hingekriegt. Oh, wir sind so hübsch. Alle Männer werden uns zu Füßen liegen. Okay, wir fangen mal an. Klicke auf das Auto. Ein Klick auf das Auto erlaubt es dir, Ausrüstung und Geisterfänger dort hinein und hinaus zu bewegen und deine Mitarbeiter auszurüsten. Dein Schreibtisch gibt dir Einblick in dein Team und den Geisterfängermarkt. Hier kannst du Teammitglieder einstellen und feuern. Das klingt gut. Dieser leere Raum wartet nur darauf, seine Bestimmung zu finden. Bestücke ihn mit einem Labor oder einem Trainingsraum, indem du auf die Kiste voll Krempel klickst. So, und auf das Garagentor klicken wir, um das Hauptquartier zu verlassen. Oh, mit dem Safe kann ich speichern. Ja, das ist doch gut. Was haben wir denn hier? Ghost Hunters News. Die Themse leuchtet nachts. Oh, ein anonymes Schreiben, das unsere Zeitung vorliegt, enthüllt Ungeheuerliches. Angeblich wurde die Technik zur Kühlung von Kühlschränken mittels Wasserstoffen irgendwas absichtlich mit dem Ziel entwickelt, die Ozonschicht zu schädigen. Weiterhin wird behauptet, dass das Ozonloch nun groß genug sei, um ektoplasmische Wellen aus dem Äther auf die Erde zu senden und dort gezielt paranormale Phänomene auszulösen. Huch, London sei das erste Ziel dieser Angriffe, ist immer London. War schon beim Doktor, es ist immer London. Möglicherweise erklärt dies auch, warum die Themse kürzlich begann, nachts zu leuchten. Das sieht doch schön aus. Von wem diese Bedrohung ausgeht, lässt das Schreiben offen. Die Firma Ghost Control Inc. kündigt an, dort zu handeln und sich der Bedrohung mit selbstgebastelten Gerätschaften entgegenzuwerfen. Ihre heldenhafte Anmutung versuchen die Firmenbetreiber auch durchaus Wasserstoff selbstgenähte Overalls in altmodischen Farben zu unterstreichen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu oft verlesen. Okay. Was machen wir denn als erstes? Wir haben 500 Pfund und in 7 Tagen kriegen wir 200... jetzt habe ich ein bisschen erschreckt. 250 Pfund dazu. Ich klicke auf einen Geisterfänger, um sein Inventar zu öffnen. Anschließend kannst du seine Ausrüstung verändern. Tipp, frische angeheuerte Geisterfänger tragen keine Ausrüstung und sollten unbedingt ausgestattet werden. Aber ist doch viel lustiger, wenn nicht. Sitze, Teamraum, Lager, ne, Ladefläche. Ach so. Dann packen wir das hier mal rein. Wir ziehen dir mal den Overall an, das sieht hübsch aus. Packen dir einen Staubsauger in die eine Hand und einen Radiowecker in die andere. Sieht so aus wie ein Radiowecker. Oh, eingehender Anruf. Anruf! Danke, dass du dich entschieden hast, eine Filiale der Ghostbusters Controlling zu übernehmen. Zu Beginn wollen wir dir eine kurze Einführung in deine neue Tätigkeit als Geisterfänger geben. Okay, was muss ich tun? Klicke bitte auf der Karte auf den Einsatzmarker in Form eines Geistes, um die Übungsmission zu starten. Viel Erfolg. Ja gut, auf geht's. Mach das Handy mal aus. Wir sind dort und wir wollen dorthin. Darf ich das überhaupt singen? Schneller! Rüste dein Team aus. Mein Team ist ausgerüstet. Los geht's.
Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Oh, doch, guck mal hier. Wuffy ist da. So, mit Hilfe der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand kannst du deine Aktionen wählen. Bitte wähle bewegen, / schießen aus. Wir bewegen uns mal dahin, weil da zeigt uns an, dass wir dahin laufen sollen. Die leuchtenden... Oh, das war schon weg. Okay, mein Geisterfänger hat 2 Aktionspunkte pro Runde. Das kriege ich immer nie hin mit den Aktionspunkten. Ich bin da nicht so strategisch versiert. Echt nicht. Die blinkenden roten Symbole über dem Porträt zeigen die verbleibenden AP an. Bitte bewege dich zum markierten Feld. Erledigt. Wähle das Türsymbol in der Aktionsleiste aus, um die Tür zu öffnen. Rein da. Rein da. Wenn der Geisterfänger auf einem Türfeld steht, kann er das Licht im Raum mithilfe der Lichtaktion an- und ausschalten. Wähle jetzt die Glühbirne in der Aktionsleiste. Ach so. Oh, ein Geist! Ein Geist! Du hast keine Aktionspunkte mehr zur Verfügung. Beende deine Runde, indem du Runde beenden in deiner Aktion. Ja, Runde beenden. Runde beenden. Oh. Der Poltergeist hat eine Kiste zerstört und damit die Schadensanzeige im rechten Bildschirmrand etwas ausgehöhlt. Frechheit. Wenn diese komplett ausgefüllt ist, scheitert deine aktuelle Mission. Du kleiner Mops. Halte die Maus über den Geist und schieße, um ihn zu schwächen. Tipp, Geister müssen mit Schüssen geschwächt und anschließend mit einer Falle eingefangen werden. Ach nein. Ihr Tooltip zeigt die verbleibende Energie. Ey, der hat sich einfach nach vorne bewegt. Du spinnst wohl. Stelle mal sicher, dass deine Geisterfänger Fallen bei sich tragen, bevor du auf eine Mission gehst. Bitte wähle jetzt das Fallenlegen-Symbol, das machen wir. Mit einer Falle kann nur eine gewisse Zahl Geister gefangen werden. Fallen werden automatisch bei Rückkehr in die Zentrale in den Geistertank entleert. Die Einführung endet hier. Viel Spaß! Spuk ist in der Falle. Jetzt klatschen mal alle. Ich hoffe, man kann es hören. Ich habe geklatscht. So, Stufe 1. Geisteszustand 33, Stärke 38, Konstitution 46, Intelligenz 29. Ja, das passt. Ich hätte mir vielleicht einen anderen aussehen wählen sollen. Hm? Der sieht doch voll intelligent aus. Saubere Arbeit, Leute. Alle Geister eingesaugt. Ich hab das Tutorial geschafft. Das ist mehr, als ich in manch anderen Spielen schaffe. So, jetzt geht's weiter mit Miete eine größere Zentrale. Okay. Wo denn? Da. Maklergebühren 2400 Pfund die Woche. Nee, einmal. So viel Geld habe ich gar nicht. Du willst mich doch veräppeln. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder zurück. So. Oh, der nächste Auftrag. Ghost Control Inc. Einsätze aller Art, auch für den schmalen Geldbeutel. Geht Ihnen ein Geist auf den Geist? Ich stehe zwischen den Gräbern. Auf manchen Gräbern tanzen die Knochen. Ja, das ist doch schön. Dafür sind wir nicht zuständig. Rufen Sie die Polizei. Ja, die will ich sehen. Darauf waren wir schon vorbereitet. Natürlich. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind gleich da. Ghost Hunting News. Kurz vorgestellt, Shortcut irgendwas in unserer Reihe zu Herstellern von modernen Ausrüstungsgegenständen. Möchten wir heute Ich kann das nicht lesen. Alles läuft dort getreu dem Motto, Energie ist unsere Leidenschaft. Das bekannteste Produkt der Firma ist der Rhododendron Cells. Was? Spezialgebiet Batterie und Akkutechnik. Was machen die mit den Blumen denn da drin? So, wir haben... Achso, wir stehen hier auf Pause. Wir haben jetzt hier unser Dingens doch jetzt hier, haben wir doch ausgewählt, ne? Wir gehen jetzt nochmal zum nächsten Geist und gucken mal, was passiert. Bisschen schneller fahren. Auf sie. Ich bin ausgerüstet. Wie viel Platz habe ich denn hier? Verbleibende Kapazität. Okay, du kannst dieses Fenster auch während eines Kampfes verwenden, um auf das Autoinventar zuzugreifen. Dein Geisterfänger muss dazu auf dem Feld mit dem Fluchtsymbol stehen. Ich will nicht flüchten. Wir machen die jetzt platt. Party? Ja, Party, Party. Okay, wir sind hier auf dem Friedhof. Wo gehen wir denn jetzt? Wir gehen mal hier so lang. Erstmal alles inspizieren, hier, also begutachten. Oh, Mietz! Schwarze Katze! Habe ich noch? Ich habe keine Aktionspunkte mehr. Dann Runde beenden. Oh, da hinten ist was kaputt gegangen. Gehen wir mal gucken. Wie viele Geister sind denn hier? Einer? Fünf? Ich hoffe, es sind nicht fünf. Okay, keine Aktionspunkte mehr. Oh! Wir müssen uns nicht an Regeln halten. Nicht?
Ich finde schon, die sollten sich an Regeln halten. Ist das alles, was ihr in den letzten 200 Jahren gelernt habt? Ein geschwächter Geist muss auf einer Falle stehen, damit er gefangen werden kann. Da die Reichweite der Fallen zu Beginn des Spiels sehr begrenzt ist, kannst du weitere Fallen über einen Klick auf das Porträt des Fängers verwenden. Mit Hilfe der Fallenaktion. Ich mach den jetzt erstmal platt. Hahaha. So, nimm die mal wieder auf. Aufheben. So, guter Freund. Runde beenden. Oh, kommst du schon angescheißert? Wow. Der Poltergeist hat kaum noch eine. Ne, den meine ich. Okay, wir holen hier erstmal hier die Falle. Und dann. Pau! Ich denke, wir haben uns hier lang genug aufgehalten. Ja, das denke ich auch. Aber wir waren so gut. Im Krankenhaus kannst du dein Team kurieren lassen. Anschließend solltest du zurück in die Zentrale fahren. Dort werden deine Fallen automatisch in den Geistertank entleert. Wollen wir schon ins Krankenhaus? Wir haben doch alles voll. Wir brauchen nicht ins Krankenhaus. So ein Quatsch. Aber wir können mal zurück unsere Falle wieder entleeren. Ich muss gerade meine Falle entleeren. Annehmen. Ich brauche dringend Hilfe. Sind da die Geisterjäger? Die Züge in der Tube fahren rückwärts. In der was? Rufen Sie bitte die Reinigungsfirma an. Haben Sie etwas Bestimmtes gehört? Ach was, wir kommen einfach vorbei. Ab in die U-Bahn-Station. Schlaf braucht hier kein Mensch. So, habe ich noch Sprit genug? Da ist die Spritanzeige. Ich habe noch Sprit genug. Auf geht's. Oh. Nee, ich... Ja, dann nimm. Ich habe ein dringendes Problem. Das Server-Rack in unserem Büro glüht in seltsamen Farben. Momentan werden wir von der Bundesaufsicht für Geisterfänger geprüft. Rufen Sie bitte wieder an, wenn die Prüfung abgeschlossen ist. Ein Fall für uns. Auftrag annehmen. Den nehme ich erstmal an. Mal gucken, ob wir den auch gleich bewältigen können. Jemand zu Hause? Geister in der U-Bahn! Wir laufen mal hier hin. Kann ich das eigentlich drehen? Nee, kann ich nicht. Ach, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Schieß! Hab ich dich getroffen? Oh oh, ich muss meine Runde beenden und der steht direkt vor mir. Angst! Was machst du? Klicke ich das jetzt? So, hab ich. Eingesackt, mein Freund. Falle ablegen. Nee, achso, ich muss die Runde beenden, ne? Oh ja, du schlawenzelst da oben so rum. Habe ich hier... Ich hab meine... Wo ist denn meine Falle? Ach hier, Falle aufnehmen. So. Mitgenommen. Da ist noch für einen Platz. Guck mal, für einen habe ich noch Platz. Da kommst du jetzt gleich rein. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, hier, so laufe ich. Hallo, Mopsi. Gleich bin ich bei dir. Kannst du noch so hin und her flitzen? Lauf doch nicht so weit weg. Stellen wir uns mal direkt davor. Und schieß. Verfehlt? Oh, Gorilla, du kannst auch echt gar nichts. Runde beenden, jetzt werden wir bestimmt gleich angegriffen. Der grüne Balken über deinem aktuellen ausgewählten Geisterfänger zeigt seinen Geisteszustand. Wenn dieser bei Null angelangt ist, wird der Geisterfänger verrückt und verlässt dein Team. Geisterangriffe können bei einem Fänger Panik verursachen, aber keine Sorge, in der nächsten Mission ist er wieder dabei. Ein Fänger mit einem schwachen Geisteszustand gerät leicht in Panik. Wir geraten doch nicht leicht in Panik, aber was? Pass mal auf. Eingesackt. Und weg ist das Ding. Ich denke, wir haben uns hier lang genug aufgehalten. Das hast du eben schon gesagt. Dass wir das mal festhalten wollen. Ein Geisteszustand ein weniger. Ach komm, das geht. Das geht. Aber wir müssen... Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen besser nochmal ins Büro zurück. Weil zwei Geister haben wir jetzt da drin. Wir haben noch eine Geisterfalle. Jetzt mach doch mal hier halblang. Wenn in dem nächsten Haus nämlich drei Geister sind, haben wir nämlich ein Problem. Wer will denn hier was? Hallo, ich habe ein dringendes Problem. In meiner Waschmaschine ist ein dunkler Schatten. Das hätte besser eine Frau sprechen sollen. Bleiben Sie, wo wir sind. Wir sind gleich da. Rufen Sie bitte bei der Polizei an. Die wird dir nicht weiterhelfen können. Wir sind gleich da.
Okay, gehen wir mal gucken. Wo haben wir denn hier was? Da, wo ist denn der Auftrag von letztem Mal? Ist der weg? Okay, wir fahren erstmal über die Tankstelle. Die Konkurrenz hat dir gerade eben einen Job geklaut. Nächstes Mal solltest du versuchen, schneller zu sein. Und dein Tank ist fast leer. Ja, deswegen können wir jetzt tanken. So. Und auf zum Auftrag. Wir haben ja schon relativ viel Kohle. Ist doch cool, oder? Los geht's. Als ich das Chaos hier sah, dachte ich gleich, Mann, was für ein Chaos. Als ich das Chaos hier sehe, dachte ich, oh, was für ein Chaos. Das ist so lustig. So, ihr Lieben, wir werden uns gleich mit der nächsten Geisterplage beschäftigen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ne? Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.